Freunde, was geht ab? Heute, beziehungsweise ich drehe schon mal vor, Ulm, Schalke, Stadionblock, wird auf jeden Fall kommen. Bin schon hier in Ulm, vorm Stadion von Ulm. Und ja, wir schauen uns einfach mal das Trainingsgelände an, ob es hier ist. Wir schauen uns das Stadion an. Let's go. Freunde, von da reingelaufen und das erste, was ich sehe, TSG Ulm, 1846, Mannschaftsfoto. Sieht auf jeden Fall sympathisch aus, wenn du hier reinläufst und direkt das hier vor dir hast. Auf der anderen Seite sieht es dann so aus, erste Bundesliga. Ach, die sind damals in die ersten Bundesliga aufgestiegen. Ah, 1999. Hammer. Traditionsverein. Donaustadion. Sieht echt geil aus, muss man sagen. Also hier schicker Eingang. Aber sowas feiere ich mega. Richtig nice, echt. Also ich feiere es jetzt schon brutal hier. Also Freunde, ich befinde mich gerade hier. Hier trainiert wahrscheinlich die Jugend, würde ich jetzt sagen. Ja, hier hinter mir seht ihr Business Club. Genau hier, Gebäude, Gaststätte und so Zeugs. Dreh mal die Kamera um, dann sieht man es auch besser. Also hier Gaststätte mit SSV Logo. Also wahrscheinlich gehört es auch direkt zum Verein. So also eine Vereinsstätte. Dann geht es hier weiter. Business Club vom SSV und hier vorne Trainingsgelände. Ich komme da aber leider nicht rein, so dass ihr mal so einen kleinen Einblick habt. Ich weiß nicht, ob ich da hinten noch hinkomme. Ich schau mal. Also Freunde, hier sieht man schon ganz wenig vom Stadion, vom Donaustadion von Ulm. Ich bin hier gerade, die Ulmer kennen das wahrscheinlich schon, die Strecke hinter mir. Trainieren die Jugendlichen und ja, bisschen sieht man rein. Schauen wir mal, ob wir irgendwie eine bessere Stelle kriegen. Also Freunde, hier ist die Tür offen. Keine öffentliche Sportanlage, deswegen gehen wir auch nicht rein. Hier trainiert die Jugend. So, das war der Eingang. Probieren wir da reinzugehen, weil da können die Leute irgendwie reingehen. Schauen wir mal. Tatsächlich kommt man hier rein. Unglaublich, ey. Einfach so, okay? Freunde. Nice, nice. Also, das ist das Stadion. Ich glaube, ich werde so mittig sein. Ja, das ist auf jeden Fall das Donaustadion. Sieht doch ziemlich ordentlich aus, oder? Ähnlich wie das Reutlinger Stadion. Eieieiei. Die Treppen hier auch schön in Schwarz-Weiß. Von den Farben von Ulm. Und auf der Seite sieht es dann so aus. Das sind alles hier Stehplätze. Naja, passt doch. Vorhin war ich hier drüben. Das ist die Gegentribüne, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist die Haupttribüne. Und ich glaube, ich bin unten in der Haupttribüne und nicht in der Gegentribüne. Komm, machen wir mal einmal eine Runde ums Stadion, ums Gelände, ne? Freunde, jetzt mal im Ernst. Wie geil ist das? Hinter mir das Stadion. Auf der anderen Seite einfach ein Schwimmbad. Ey, wie geil ist das jetzt mal im Ernst? Schaut euch das mal an. Stadion, Schwimmbad. Ach, mega nice. Mega nice. Jetzt überlegt mal, während die hier spielen und wir, ja, ihr macht hier eure Runden und plötzlich schreien die hier Tor, Tor. Ihr kriegt ja hier alles mit. Mega nice. Aber ich glaube, das gehört auch dem Verein bei SFV 1846. Ich glaube, es ist auch mit verbunden. Also Freunde, ich bin jetzt rechts am Schwimmbad vorbei. Und hier sieht man schon, das ist, denke ich mal, die Geschäftsstelle von Ulm. Fahrzeuge, Logo. Ja. Nee. Nachwuchsleistungszentrum, sorry. Das sieht man doch jetzt. Das sieht schick aus. Okay Freunde, hier sieht man auch nochmal, hier sind auch ein paar Plätze, wo die Jugend trainiert. Also die haben aber schon einen riesen Platz, muss ich sagen. Also hier, dann das Stadion, Schwimmbad und dann ganz hinten spielen ja nochmal die Jungs. Also die haben schon ein riesen Gelände, muss man schon sagen. Freunde, mega nice. Also hinter mir das Stadion, sieht man jetzt nicht so gut mit Schwimmbad und alles. Und hier einfach, ich denke mal Donau, ne? Google Maps zeigt mir nichts an, sagt nur Donau, Radweg, wie ist das? Also ich denke mal. Hey, das sieht echt mega aus. Also ich genieße das gerade hier wirklich mega. Also, Gelände, SSV Ulm. Donau,
Und jetzt Baden-Württemberg, drüben Bayern. Eieieiei. Nice, Freunde. Schaut euch das mal an. Das ist ein Leben, echt. Also Freunde, ich glaube, wir haben hier auf dem Gelände alles gesehen, was man sehen sollte. Ja, gehen wir doch einfach mal in die Stadt von Ulm. Schauen wir doch mal, was dort so abgeht. Freunde, angekommen in Ulm. Und ich sage euch, so schön die Stadt, echt. Also von überall fließt Wasser, dies, das. Cafés, Restaurants, schaut es euch einfach selber an. Unglaublich, also ich finde es richtig schön. Freunde, schaut euch das an. Mitten in der Stadt. Als ob das nicht reicht. Jetzt schaut mal hier rüber. Hier überall Cafés, Restaurants. Schaut euch das mal an. Hier schön das Wasser. Oh, das sieht so geil aus, echt. Hier schaut euch das an. Dann geht's hier rüber. Ah, so schön. Und dann hier drüben. Brutal, echt. Also Ulm, du bist einfach schön. Sehr, sehr schön. Ich muss schon sagen, ich wohne circa eine Stunde entfernt von Ulm, aber ich habe auf jeden Fall was verpasst. Boah, Ulm, geile Stadt, gefällt mir richtig. Freunde, ich bin vorhin von da vorne rübergefahren und mir ist ein Gebäude aufgefallen, und zwar, ich glaube, das ist dieses. Boah, also es war echt, muss ich sagen, schauen wir uns das doch einfach gemeinsam an, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Schaut euch mal dieses Gebäude an, Freunde. Also ich dachte mir am Anfang so, was ist denn das für ein Gebäude? So komisch. Aber dann habe ich es mir genauer angeguckt und schaut mal, also es sieht einfach, ich weiß nicht, Kunst, das ist Kunst meiner Meinung nach. Es sieht einfach krass aus, oder nicht? Die Ulmer werden es kennen. Da ist wahrscheinlich noch eine Geschichte dahinter. Schreibt es gerne in die Kommentare, Freunde. Also Freunde, hier sieht man es nochmal, schaut es euch mal an. Das Gebäude ist so auffällig, das sieht echt das so viel detaillierte Einzelheiten, das ist der Wahnsinn, echt. So Freunde, im Gebäude drin ist noch ein Restaurant, hier ist der Außenbereich, kann man auch mal machen, Hammer. Genug gesehen, Trainingsgelände und Stadion. Stadt Ulm, morgen geht's weiter mit dem richtigen Stadionblock. So Freunde, zweiter Tag, sympathische Vereine, Fußball, sympathisches Stadion, schöne Stadt. Was gibt's Besseres? Geiles Wetter, auf geht's Richtung Stadion. Freunde, gestern war hier komplett alles leer, schaut euch das mal an, wie es jetzt ausschaut. Komplett hier voll. Hier gibt es Süßigkeiten. Na ja, warum denn nicht, ey? So, Freunde, da kommen die Spieler vom SSV Ulm raus. Natürlich gibt es hier einen Applaus von den Leuten. So, Freunde, jetzt kommen die Schalker. Also, Freunde, normalerweise habe ich da gehockt, aber ich stand genau vor der Trainerbank, sprich, ich habe das halbe Spielfeld einfach nicht gesehen. Das war ein bisschen schwach, deswegen bin ich jetzt hier rüber. Oh, schauen wir mal. Jetzt kommen die Spieler rein, da vorne. Ulm und Schalke kommt gerade rein. Die Fans von Schalke drehen hier komplett durch. Im Testspiel, unglaublich. Aber es sieht echt gut aus. Hier komplett voll, da leider komplett leer. Dann hier ist wieder gut voll. Also ja, für ein Testspiel, dritte gegen zweite Liga, kann man nichts sagen. So, Freunde, das Spiel hat gestartet. Freunde, hört ihr die Schalker-Fans? Also, selbst in dem Testspiel, was die hier für eine Leistung bringen, ist echt nicht normal. Oh.
Boah, was ein Konter. Freunde, Tor 1-0 Schalke. Spielminute, Führungstreffer 15 Gäste aus Schalke. Torschütze war die 29, Tobias Mohr. Freunde, die erste Halbzeit ist beendet. 1-0 Schalke in Führung. Also Freunde, die erste Halbzeit haben wir hinter uns. Ohne im Einzelnen gegen Schalke. Ich finde aber, die machen das gar nicht mal so schlecht. Also Schalke, ist halt ein Zweitliges, ne? Die geben auch 100%, machen das richtig gut. Die Fans, sehr, sehr gut, finde ich richtig stark. Ja, und spielerisch, hey, machen sie es echt gut. Die hatten auch ein paar Chancen, hätten auch den Ausgleichstreffer machen können, wenn sogar als erstes in Führung gehen können. Aber ja, leider nicht am Ende genutzt, 1-0. Schauen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Ich freue mich drauf. Freunde, Schalke hat einfach in der Halbzeit 5-mal ausgewechselt. Kann man mal machen. Freunde, 2-0 Schalke. Das ging jetzt so schnell. Ich habe es leider nicht aufgenommen. Eieieiei. Aber die Fans sind happy. Weil die machen heute brutale Stimmung, muss man einfach sagen. Wahnsinn. Mit denen davon zusammen. Übrigens, der Thomas Reis, mega sympathisch, einfach wohl ein kurzes Foto geschossen. Eieiei, später Schalke, hä? Eieiei. Schalke 3-0. Durch zu 3. Torschütze diesmal vom Elfmeterpunkt die Nummer 40, Sebastian Polter. Aufreißen. Der SSV Ulm 1846 Fußball bedankt sich heute bei 8112 Zuschauern im Donaustadion. Herzlichen Dank für euer Kommen. Also Freunde, heute 8100 Zuschauer hier. Ja, doch, kann man machen. Warum denn nicht? Sieht doch gar nicht. Sieht doch gut aus. So, nächstes Tor. Schalke 04. Thank you.
Matriciani dafür bei im Spiel. Freunde, das sind Testspiele. Einfach 69. Minute wechseln und 8 Spieler aus. Wahnsinn. Freunde, Elfmeter Ulm. 9, Lukas Rösser, die 11, Dennis. Boah, wie unruhig es hier im Stadion gerade wird. Gelbe Falle, rote Falle. Ja, jetzt war Party, jetzt feiern alle. Neuer Spielstand SSV. 1. Schalke. 0. Danke. Bitte. Also Freunde, SSV hat es geschafft, ein Tor zu schießen. 4-1, aktueller Stand. Schauen wir mal, 20 Minuten gibt es noch. Bin mal gespannt. Uiuiui. Schauen wir mal. Ulm hat jetzt richtig Lust, oder was? Und in der 65. Also Freunde, es sieht richtig geil aus. Flutlicht. Und natürlich über mir. Flutlicht. Das ist so geil, ey. Die Nummer 21, Niklas Tauer, dafür wieder im Spiel. Jetzt kommt er! Schalke macht einfach weiter. Eigentor, ne? Einfach 4-2 geworden. Wahnsinn. Sack! Ist aber kaputt! Und Kingschuh, einfach! 89. Spielminute, Tor für unser SSV! Torschütze, unsere neuen Lukas! Wir haben einen neuen Spielstand, SSV! 2! Schalke! 0! Danke! Bitte! So, Freunde, das Spiel ist beendet. Schalke gewinnt das Spiel 4-2. Freunde, ich melde mich, wenn ich hier gleich raus bin, ja? So, Freunde, angekommen im Auto, also. Ja? Doch, hat mir gefallen. Ulm hat mich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall nochmal kommen. Schalke, egal wo die sind, gibt es immer geile Stimmung. Also auch damals, ich war ja Mainz gegen Schalke, es war ja auch Eskalation Endstufe. Deswegen, also Schalke, top. Ulm hat mich auf jeden Fall heute überzeugt. Auch wenn keine Ultras dabei waren. Ja, ich werde mal gucken, zu irgendeinem Spiel zu kommen. Und ja, geiles Stadion, hat mir gefallen. Fans, mega sympathisch. Ich werde auf jeden Fall kommen. Freunde, ich hoffe, euch hat der Stadionblock gefallen. Ja, ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da. Folgt mir auf Instagram. Liked das Video. Kommentiert. Teilt es mit euren Freunden. Wir sehen uns morgen. Ciao.